Was geht ab? Das ist der Daniel, ich bin der Jens. Wir sind DET Event und heute gibt es von uns ein etwas anderes Format. Wir hatten kürzlich das Vergnügen, Nadja und Felix bei ihrer, unserer Meinung nach, perfekten Hochzeit zu begleiten. Und damit eure Hochzeit genauso perfekt wird wie die von den beiden, zeigen wir euch, was Nadja und Felix alles richtig gemacht haben. Auf geht's! Als DJs begleiten wir die Hochzeit in der Regel natürlich nicht ab den frühen Morgenstunden. In diesem Fall haben wir aber neben der musikalischen Begleitung für die beiden auch ein Hochzeitsvideo produziert, weshalb wir jeden Moment des Tages miterleben durften. Den Link zum fertigen Video findet ihr unten in der Beschreibung. Wir gehen chronologisch vor und starten mit Punkt Nummer 1. Alle waren rechtzeitig vor Ort. Nadja und Felix sind mit ausreichend Zeitpuffer in den Tag gestartet. Natürlich war alles durchgetaktet, aber ob Felix sich jetzt eine halbe Stunde früher oder später fertig gemacht hat, spielte keine Rolle. Dadurch waren die beiden natürlich maximal entspannt. Und das hat man auch gespürt. Alle Dienstleister waren sehr früh da und haben alles rechtzeitig vorbereitet. Punkt 2. Der unglaubliche Support von den Freunden. Egal zu welcher Zeit, Freunde und Verwandte waren ständig anwesend, um den beiden unter die Arme zu greifen, kurz Dinge abzuklären, den Ablauf im Blick zu haben und den Entspannungssekt oder das Entspannungsbier zu reichen. Punkt Nummer 3. Geheiratet wurde im Gut Rehbach. Die Location war auf Zack und vom Event vom Vortag war bereits um 10 Uhr nichts mehr zu sehen. Das heißt, kein Gast hat irgendwelche Vorbereitungen gesehen. Es gab eine freundliche Ansprechpartnerin, die den ganzen Tag für Gäste, das Brautpaar und die Dienstleister da war. Punkt 4. Trauung und standesamtliche Beurkundung waren gleichzeitig. Es hat einfach ein anderes Gewicht, wenn man sich das erste Jawort am Hochzeitstag gibt. Außerdem ist es viel entspannter, wenn man nicht in einem vergammelten 70er-Jahre-Beamtenzimmer den Bund fürs Leben eingeht. Punkt 5. Die Reden der Familie und der Trauzeugen bei der Trauung waren kurz und emotional. Die Zeit verging wie im Flug. Die Traurednerin hat die Zeremonie mit Witz und Charme vorgetragen. Sie hatte sich so mit den beiden beschäftigt, dass man dachte, sie sei ein Teil der Familie. Die kleinen Dinge bei einer Trauung sind auch wichtig. Die Rednerin hatte ein Mikrofon und eine kleine Tonanlage dabei, damit man sie auch in der letzten Reihe gut verstehen konnte. Punkt 6. Die Unterbringung der Gäste und der Check-in. Ein klarer Vorteil des Gut Rehbach sind die angebundenen Gästezimmer, die es den Gästen ermöglicht haben, in wenigen Minuten einzuchecken, sich frisch zu machen und direkt wieder in der Feierlocation zu sein. Keine Autofahrten, Parkplatz suchen und sich verirrende Gäste, die man dann per Handy zur Location lotsen muss. Punkt 7. Die Fotosession war kurz und knackig, weil nicht alle Familienmitglieder in unendlichen Kombinationen fotografiert wurden. Stellt die neuen Partner vielleicht an den Rand des Bildes, dann kann man sie zur Not einfach wieder rausschneiden. Punkt 8. Die Dienstleister. Wie schon oben erwähnt, hatten die beiden Dienstleister gebucht, die viel Erfahrung und Professionalität mitgebracht haben. Das zahlt sich einfach aus, wenn rechtzeitig alles steht und man von den Dienstleistern so wenig wie möglich merkt. Punkt Nummer 9. Nadja und Felix hatten keine Angst davor, eigentlich geplantes einfach kurzfristig zu streichen. Sich das Hochzeitsgelübde an einem schönen Platz gegenseitig vorzulesen, wurde einfach weggelassen, weil sie ihre Wohlfühlatmosphäre mit den Freunden und Verwandten einfach nicht verlassen wollten. Punkt 10. Es gab keine Spiele. Punkt 11. Es gab keine Spiele. Und Punkt 12. Es gab keine Spiele. Punkt 13. Stattdessen gab es ein sehr persönliches und unterhaltsames Video, das die Trauzeugen vorbereitet haben. Es war nicht länger als 5 Minuten und hier kommen wir zum einzigen Punkt, der hätte besser laufen können. Der Film war auf einem Notebook, das sich mit dem von der Location zur Verfügung gestellten Beamer einfach nicht verstanden hat. Tipp von uns, nehmt immer einen Backup-Laptop mit, ein paar USB-Sticks und vor allem die passenden Adapter, falls ihr keine Zeit habt, das Ganze vorher zu testen. Wir hatten zum Glück alle nötigen Kabel und Adapter dabei, um den Film dann doch abzuspielen. Punkt 14. Die Reden am Abend waren perfekt verteilt und hatten genau die richtige Länge. Punkt 15. Der Eröffnungstanz. Die beiden hatten von uns einen geschnittenen Hochzeitstanz-Mix
der einen persönlichen Bezug zum Paar hatte, sowie einige Überraschungen für das Publikum bereithielt. Punkt 16. Longdrinks und Schnäpse gab es erst ab Tanzflächeneröffnung. So wurde verhindert, dass es bereits vorher Alkoholleichen gab und die Party länger ging. Jeder hat getanzt, wie und wann er Bock gehabt hat, egal ob Gäste oder Brautpaar. Dadurch, dass wir durch unsere Videoarbeit den ganzen Tag vor Ort waren, konnten wir natürlich ein viel persönlicheres Verhältnis mit den beiden und ihren Gästen aufbauen und das nochmal ganz anders auf die Tanzfläche projizieren. Weshalb die Party eine der besten war, die wir jemals erlebt haben. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei unseren Kollegen, den Dienstleistern von Blume Exklusiv, Abbildfotografie, Walu-Fotografie und natürlich den Gut Rehbach für die gute Zusammenarbeit danken. Nadja und Felix haben uns wieder gezeigt, wie schön Hochzeiten sein können, wenn ihr unsere Videos aufmerksam verfolgt und es so macht, wie wir es euch sagen. Schreibt uns in die Kommentare, was für euch die perfekte Hochzeit ausmacht. So, das war's dann für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, einmal liken und abonnieren. Wenn es euch nicht gefallen hat, drückt den Dislike-Button zweimal. Just watch me.